gibt es bei Menschen ja auch, dass Gewalt was Attraktives ist. Deswegen gehen Menschen ja ins Kino und gucken sich das an, nicht? Wie anderen die Haut abgezogen wird oder von ekligen Monstern das Hirn rausgesaugt wird. Ne? Wobei ich glaube, das ist eigentlich eher ein männliches Phänomen, oder? Gucken Frauen sowas? Eigentlich eher weniger. Ich übrigens auch nicht. Ich glaube, ich bin lesbisch. Hey, komm, wenn Frauen ins Kino gehen, die wollen eigentlich normalerweise nicht abgerissene Gliedmaßen sehen, sondern Johnny Depp. Der ist mir jetzt wieder völlig wurscht. Aber, ja gut, aber Frauen sehen Johnny Depp und dann sagen die, ah, toll, was für ein Mann. Ne? Dann stellen sie sich vor, wie sie beim Einziehen, ne? Wie er immer von den Dreharbeiten Blumen mitbringt, ne? Die noch selber in die Vase stellt und überhaupt weiß, wo die Vasen sind im Haus. Ja? Wozu Männer eigentlich rein genetisch gar nicht in der Lage sind. Aber egal, das sind Frauen wurscht. Nicht? So stellen sich die Damen das Leben vor mit Herrn Depp. Und glauben wir Männer sind bekloppt. Naja gut, aber das darf man den Frauen nicht übel nehmen. Frauen sehen halt schon den Depp. Und sofort geht das da im Hirn wieder los. Da werden von Hypophyse und Hypothalamus Botenstoffe ausgesandt, Serotonin freigesetzt, das limbische System mit Dopamin überschüttet. Nicht? Östrogene, die Eierstöcke arbeiten. Und dann vergessen Frauen, dass auch Johnny Depp nur ein Mann ist, der beim Fußnagelschneiden lauter kleine Halbmonde in der Badewanne zurücklässt. Der auch immer seine dreckige Kaffeetasse oben in die Spülmaschine stellt, ohne das saubere Zeug vorher unten rauszuräumen. Dass alles wieder siffig ist, ja, und dann ist er noch ganz stolz und sagt, guck mal hier, ich habe ganz alleine die Spülmaschine. Und dann sagt die Frau, oh, mein Held, dank sei dem Schöpfer, dass er diesen Mann geschaffen hat. Das merken Männer oft gar nicht, dass da eine gewisse Ironie mitschwingt. Weil Männer es natürlich ganz toll finden, wenn sie sowas machen. Aber Frauen sagen sich, meine Güte, ja, wenn sie einem schon nicht mehr die Tür aufhalten oder einen Mantel helfen und wenn, dann brechen sie einem den Arm dabei. Nee. Können sie wenigstens mal bei der Spülmaschine. Nee, aber das Problem ist ja, wenn der Mann dann hilft, es ist oft keine Hilfe. Nein. Nimmt dann die Tasse und die ist noch halb voll und das sehen Männer halt erst, wenn das Loch nach unten zeigt. Da alles voll, das läuft die Türen runter, der Boden ist überschwemmt. Und dann ist der Mann mit dieser Situation natürlich überfordert, weil der weiß ja nicht, wo der Lappen ist. Der nimmt dann das Abtrockentuch. Ja? Nein, findet er auch nicht. Der geht gleich ins Klo und holt das Badetuch. Ja? Saugt auch viel besser. Und im Klo kennt sich der Mann auch viel besser aus. Da verbringt er auch viel mehr Zeit als in der Küche, ist ja klar. In der Küche wird ja nicht gelesen. Ja? Das Klo ist ja für den Mann, was früher die Bibliothek war. Nur kleiner mit Druckspüler. Ja. Der Mann ist halt mehr Pragmatiker als Ästhet. Er sagt sich, wenn ich schon mal sitze, kann ich mich auch weiterbilden. Ja. Das Ästhetische ist ihm eher zweitrangig. Ja. Deswegen gucken Männer auch nach dem Schnäuzen immer ins Taschentuch. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Machen alle Männer. Ja, immer so. Ja, die wollen wissen, was sie da produziert haben. Ganz praktisch, ja, das macht sie stolz. Nicht? Das würden sie am liebsten jedem zeigen. Nee, hier, habe ich selbst gemacht. Hey, hey. Hey, heute Morgen die Spülmaschine und jetzt das hier. Hey. Vielleicht wollen sie auch nur nachgucken, ob von ihren 1400 Gramm auch ja nichts mit rausgekommen ist. Das interessiert die Männer. Und das alles macht garantiert auch Johnny Depp. Aber wenigstens ein Teil davon. Hoffen jedenfalls wir Männer. Aber es ist den Frauen wurscht. Die sehen den und schmachten. Und das ist ja auch süß, meine Güte. Dann sind die Kerle oft sauer. Und das ist doch auch albern. Was soll das denn? Männer sind da eben anders. Gucken sich auch Frauen im Kino an. Aber anders. Ja, die wollen nicht gleich bei denen einziehen. Ich glaube, Männer denken überhaupt mehr so in 20-Minuten-Zeiträumen, oder? Ist das so? Ich weiß auch nicht. Warum ist das so? Wobei Frauen das auch oft zu klischeehaft sehen, das muss man auch mal sagen. Männer denken ja immer zum Beispiel, ich kenne das von meiner Freundin, wenn ich dann so mit der im Kino sitze, dann denkt die auch immer, wenn dann eine Frau über die Leinwand läuft, jetzt guckt er wieder auf die Brüste und so. Es stimmt nicht.
Wir gucken uns auch den Rest an, wenn Zeit ist. Ja, zum Beispiel, was die anhaben. Mich interessiert das. Ja, und das sage ich dann auch. Hier, guck mal, es soll super Kleid. Und ich sage ich dann zu meiner Freundin. Und da habe ich einen guten Rat für Sie. Lassen Sie das. Weil die dann natürlich gleich darüber nachdenken, wann ich das letzte Mal was Positives über ihr Outfit gesagt habe. Also freiwillig. Ne? Und dann geht das los. Das ganze Serotonin ist weg, das ganze Dopamin, die Östrogene, nur noch Adrenalin. Und dann fängt die da an. Was willst du? Ja, soll ich mit so einem Fetzen durch Marzahn laufen? Ist ja gar kein Stoff dran. Steckt mir die Kerle Geldscheine ins Trinktanga. Geht auf den Strich, wenn du sowas haben willst. Und da hören Frauen auch von allein nicht wieder auf. Macht weiter. Gnadenlos. Ja. Ja, da sitzen die Betroffenen. Können sie gleich mal fragen. Ne? Boah, die macht weiter. Dann ist alles Plastik. Ja, die Brüste, die Lippen, der Hintern, alles Plastik. Ja, als wenn den Mann das interessieren würde. Es ist vielleicht Plastik, aber es ist da. Und es sieht so aus, dass man Blumen dafür mitbringen würde, um es zu bekommen. Mit Vase. Na, was den Frauen wurscht. Die regen sich auf, nicht? Und dann machen sie den Männern das Leben zur Hölle und dann regt der Mann sich wieder auf und dann wird er wieder aggressiv und träumt davon, wie er mit der Laserkanone feindliche Planetensysteme zerstört.